Willkommen zurück zu Poképark Wii. Wir suchen Relaxo und sollen ihm wahrscheinlich gleich eine große Beere mitbringen. Allerdings dachte ich gucke jetzt erstmal hier drüben vorbei. Dass ich nicht die Lautstärke neu umgestellt habe. Ich habe sie nicht ganz richtig eingestellt, so war das. So. Und ich habe tatsächlich mal die Wii-Fernbedienung ausgewechselt, weil der Akku langsam leer war. Ich spiele jetzt mit der Mario Wii-Fernbedienung. Davor hatte ich mit der hier gespielt. Naja, ich habe vier solche Wii-Fernbedienungen. Ich habe auch noch Bowser und Luigi, aber. Ja. Aber kleine Freunde, ne? Das ist das dritte Magnetilo, was wir gefunden haben. Deswegen taucht Magnezone noch auf, okay. Kam ja auch mit Gen 4 dazu. Hallo? Ach, dich haben wir schon. Stimmt, du warst in der Grünzone. Ja, da muss ich aber auch nicht mit dir kämpfen. Lowok ist auf der Suche nach einem Kristall mit unsagbarer Kraft, mit dem Schimmelsprisma. Sofern ich mich recht entsinne. Was hast du noch hier zu suchen? Wie wär's mit einer Runde fangen? Los, lass uns anfangen. Ich hab schon richtig Bock, Scherox zu fangen. Und auch er geht auf Konfuspfahl. Trifft halt nur die anderen. Oh. Okay, gut, das hat's jetzt ein bisschen kaputt gemacht. Sehr schön. Ja, ging besser. Bin ich halt einfach mal blöd gegen Xerox gelaufen, ne? Ich glaube, ob das von der Lautstärke gerade geht. Es fühlt sich irgendwie ein bisschen lauter, ne? Aber. Naja. Ist ja auch egal. Ja, gestern hatte ich ziemlich viel aufgenommen. Ich habe auch froh, dass ich da jetzt wieder ein bisschen im Plus bin. Ja, mit letzter Zeit habe ich eigentlich nur Minus gemacht, weil. Nun ja, ich kam einfach nicht mehr ganz hinterher, ne? Jetzt habe ich es gerade verpasst, wie der stehen geblieben ist. Jetzt zumindest mal Magnetilo gesehen. Magnezone-Schild da hinten, okay. Wir haben hier wieder ein paar, die sich anfreunden wollen. Ich sehe schon. Ah, du, guck mal. Schon gehört, ein unglaublich starkes Pokémon, das man nur den gelben Blitz nennt, soll auf dem Weg in die Magmazone sein. Okay, wir haben. Es wird anscheinend über uns gesprochen, cool. Cognodon hat, glaube ich, nur Gestein, also. Über rein da. Ja, ich hätte eigentlich mit einem Eisenschweif angreifen sollen. Ich hab schon wieder vergessen, dass wir Eisenschweif haben. Was für eine Gabe, die Zugabe, lass uns Freunde sein. Zugabe kannst du gerne haben. Ja, ich hatte mal wieder eine Nachricht geschickt, die nach einer Stunde immer noch nicht beantwortet wurde. Finde ich sehr cool. Vier Lebensleisten. Kampf. Wie gesagt, Nahkampf kann mir halt nicht viel anhaben, ne? Kann ja einfach einen Donnerblitz ballern, insofern es kein Boden-Pokémon ist und easy. Nein, ich will nicht mit dir reden, ich will mit Scherox reden. Magnetilo? Magnetilo ist ja auch hier. Hä, wo ist der? Ist jetzt Magnetilo hin? Hier. Ja, ihr habt's verstanden, komm. Wir drei Brüder wollen hier Spaß haben. Dann vergesst dich, Herr Rempler von dir, aber ich liebe den Nervenkitzel, wenn eine Holzkiste zerbricht. Lass uns Freunde sein. Ah,
Wer ist unser Freund, weil wir die Kisten zerstört haben? Auch gleich Regenbogen. Auf süß. Yes. Geil. Okay, dann Cherox. Cherox. Für mich gibt es nichts Schöneres als Kämpfe gegen starke Pokémon. Willst du gegen mich kämpfen? Ja. Klasse, lass uns loslegen. Ja, wenn wir hier nur einen Feuermove hätten, ne? Der Typ hat keine Schwäche. Es gibt für ihn wirklich nur Feuer als vierfach Schwäche. Okay, und er macht gut Schaden. Ja, der wird vielleicht noch stärker jetzt. Und sätzliches Cherox ist ein sehr starkes Pokémon, hätte ich gesagt. Auch die Tatsache, dass es noch eine Mega-Entwicklung hat. Cherox. Komm. Gleich noch eine Runde. Alles gut, Magnetilo. Komm mal runter. Finden wir da Magneton? Junge, kannst du nicht einfach Magnetilo wegnatzen, hallo? Richtig stark geworden. Der Kampf mit dir war sehr spaßig. Danke. Kann ich nur zustimmen. Ja, wir müssen immer noch herausfinden, wo wir die große Beere hinbringen müssen. Also irgendwo wird Relaxo pennen, aber frag mich nicht wo. Ich muss wahrscheinlich durch die komplette Map hier laufen. Wo es, glaube ich, klüger wäre, wenn ich einfach mich hier so umschaue. Wenn ich einfach gucke, okay, da war ich schon. Wenn ich mir dann einfach nochmal die ganzen Orte hier angucke. Warte mal. War da jetzt das Lager, oder? Ach, da ist das Lager, okay. Vom Ort her dachte ich, das könnte es eventuell gewesen sein, aber anscheinend nicht. Hier waren wir gerade eben. Ich würde ganz gerne da runter. Bloß da kommt man anscheinend nur über die Schienen lang. Oder? Ja. Hier unten ist er. Kommt man da runter? Über den anderen Gang anscheinend. Okay. Also ich hoffe mal, das ist richtig. Ansonsten laufe ich jetzt den ganzen Weg ziemlich langsam umsonst. Also laut der Map. Oder kommt man da doch runter? Das sieht so aus, als laut der Map kann man da runterlaufen. Ah! Okay, ich habe die Brücke anscheinend übersehen. Relaxo. Ja, komm. So. Okay, dann stehe ich jetzt mal auf. Setz bitte nicht deinen Donnerblitz gegen mich ein. Das wäre eine Überraschung. Da bist du ja wieder. Lass dich jetzt zur Seite rücken. Hm, verstehe. Wenn so viel schläft wie ich, dann knurrt einem der Magen schon sehr. Ich hab's, wenn du mir eine große Beere gibst, dann mach ich den Platz. Zum Glück ist sie noch da. Das ist ja eine große Beere, ist sie etwa für mich? Je. Oh! Wegen Relaxo war die Quelle weg. Okay. Was war denn das? Ich hab doch gerade Wasser rauschen hören. Oh, habt ihr etwa eine heiße Quelle hervorsprudelt? Da drüben habe ich ein Loch gegraben, worin ich das Schienenstück versteckt habe. Mauti! Hm, meine Nachforschung zufolge soll die heiße Quelle in der Höhenzone versiegt sein. Seine neue heiße Quelle hier hervorsprudelt ist unglaublich. Muss ich allen unverzüglich mitteilen. Oh, wie schön. Ich schlafe noch etwas, bis jemand Besonderes vorbeikommt.
Funpi? Ja, wegen der heißen Quelle wollen anscheinend wieder Leute das Ganze sich anschauen. Raichu ist auch da. Raichu und Funpi sollen wir jetzt suchen, okay. Das Schienenstück haben wir hier, das müssen wir jetzt auch wieder irgendwo hinbringen, cool. Vermutlich zu Pantymos. Und zu Pantymos bringen heißt, einmal da komplett rumlaufen. Warte mal, da ist Funpi. Hab ich gerade Raichu gehört? Ah, Raichu ist dahin. Okay, ja, dann machen wir die kurz. Eine heiße Quelle soll hervorgesprudelt sein. Unglaublich. Jetzt bin ich über die Freude glatt wieder hungrig geworden. Liebe große Bären, über alles, ob ihr schon jemand gegessen habt. Da würde es mich auch freuen, wenn du mir eine bei deinem nächsten Besuch in der Zone mitbringen könntest. Wir gehen erstmal zu Raichu. Raichu. Kollege. Raichu. Starke Pokémon scharen sich um noch stärkere Pokémon. Deshalb ist Logoros der Magmazone vor lauter Kraftprotzen umgeben. Du kommst wie gerufen. Ich habe nach einem Gegner gesucht. Lass uns Fangen spielen. Fangen mit Raichu. Nee, hey, ich verliere auf keinen Fall. Ich glaube, Pikachu hat sogar einen höheren Init-Base-Wert als Raichu, oder? Ich kann es mir zumindest vorstellen. Ja, für die erste Mission reicht es auf jeden Fall. Viel Spaß gemacht, lass uns Freunde sein. Ja, gleich nochmal. John. Also. Heißt, so ein Minispiel müssen wir halt auch nochmal mal machen, oder? Ich glaube, langsam wird es Zeit. Magnezone hatte ich vergessen. Zu schnell ist er auf jeden Fall, aber wir kommen mit. Schon yes! Sehr schön. Könnte ich nur verlieren, aber Hauptsache es hat Spaß gemacht. Sind schon wieder auf 2000 Bären. Naja, wir bringen erstmal kurz das Schienenstück weg, okay? Danach laden wir die Zone, denke ich, kurz neu und dann gibt es noch Magnezone und Funpi, mit denen wir hier interagieren müssen. Ich nehme an, die wollen alle eine große Beere haben. Egal, wir suchen uns einfach gleich eins. Ich hoffe nur, ich laufe in die richtige Richtung. Ich glaube aber schon. Ich glaube da bei der Abzweigung, da müsste Pantymos sein. Ja, das sieht gut aus. Schon. Du hast das Schienenstück dabei, danke, dass du es gefunden hast. Ich werde es umgehend einsetzen. Hier ist das Schienenstück nun wieder am rechten Platz. Wenn du zusätzlich noch die Lore zurückbringen könntest, wäre es perfekt. Woher soll ich jetzt die Lore bringen? Und hier? Heißt, das Schienenstück ist gefunden worden und nun sollen wir die Lore zurückgeben? Wenn du so nett darum bittest, kann ich kaum Nein sagen. Ich hab's. Wenn du mich im Match schreibst, besiegst, bekommst du die Lore. Bruder, die Lore ist nicht dein Eigentum, aber okay. Für die Aussage hast du es eh verdient, aufs Maul zu bekommen, ganz ehrlich. Solange er keinen Drachenblut kann. Sieht nicht nach Drachenblut aus, glaube ich. Feuer-Olem oder so könnte es sein. Joa. Hast gewonnen, ich gebe die Lore zurück. Spaßig war es auch. Fahr unbedingt auch mal mit der Lore. Yeah.
müssen wir wahrscheinlich nochmal besiegen, oder? Du hast es geschafft, vielen, vielen Dank. Zurück an die Lore, wieder ihre Fahrt aufnehmen. Sie führt dich von hier zum Ausgang der Höhenzone. Prüft die Lore dort erneut, um in die Magmazone zu gelangen. Ist nur erst bei 15 Minuten, also. Könnten auf jeden Fall noch was machen. Verlasse ich kurz die Zone? Ja. Verlassen kurz die Zone, damit die große Bäre respawnt. Die bringen wir dann zu Funpi. Und danach bleibt nur noch Magnezone offen. Außer natürlich spawnt, keine Ahnung, Donphan oder so noch neu. Oder Magneton, das kann natürlich auch sein. Mich wundert es echt, dass wir Safcon bisher nicht gesehen haben. Und in der grünen Zone habe ich auch keinen Eintrag von ihm gesehen. Das finde ich bloß ein bisschen komisch, aber kann man nichts machen. Sorry. Sorry, Pantimos. Ja, bist du schon auf Regenbogen? Komm mal. Das ja. Das war noch unser zweiter. Oder habe ich dir zurückgegeben, oder? Dann viel Spaß. Ja, ist klar. Ja, so blöd bin ich auch nicht. Ja, 4 Lebensleisten, cool. Das ist ja so schwer. Ich gehe halt echt gleich. Aber der Eisenschweif macht ganz gut Schaden und ich glaube genau aus dem Grund würde ich den beim nächsten Mal versuchen zweimal zu verbessern. Sehr schön. Sollen wir den Eisenschweif vorher noch verbessern, bevor wir losgehen? Wenn ich auf 2500 Bären komme, dann kann ich das glaube ich machen. By the way, wir haben die Schiene hier auch noch nicht ganz erkundet, aber keine Ahnung, ob da überhaupt irgendwas ist. Jetzt kommen wir hierher, wo Magnezone ist. Haben wir uns mit dir angefreundet? Das Quelle ist ein wahrer Besucher, Magne. Du bist schuld daran, falls wir jetzt mit dem Trubel leben müssen. Ich hätte vergeben, wenn du mein Freund wirst. Okay. Was mit Dickte? Hier fängt es an mit der Höhle. Dickte fehlt uns noch. Ich muss keine Ahnung, wo der ist. Magnezone. Es soll ein Kristall mit unglaublichen Kräften geben, der es Himmelsprisma heißt und sich hier im Pokepark befindet. Lass uns kämpfen. Dann sieh mal zu, wie du mich besiegen willst. Ja, mal gucken. Donnerblitz richtet wahrscheinlich nicht viel an, das sei denn, das ist in dem Spiel nicht so wichtig. Cool. Ich hab hier Eisenschweifen einfach nochmal. Obwohl. Ist, glaube ich, gar nicht notwendig. Ja, wieso eigentlich? Magnezone. Du bist wirklich gut, das kann deine Energie förmlich berühren. Das sei mein Freund, lass uns wieder spielen. Jo. Magnezone. Können wir machen. Nix, Diktri, Diktri. Ist du Dick da? Wo ist ein Dick da? Der hat eine Elektroimmunität. Wie denn das? Hat er nicht irgendwie eine Fähigkeit oder so dieses Mal? Ah! Sagt er zurück? Ach nee, Zone sagt er. Ich dachte gerade, er sagt einfach zurück. Magnezone. Ja. Nein, ich will nicht Stolunio haben. Es tut mir leid, Stolunio. Lustig, da. Nein, Dick da suche ich. Nicht Dick Tri. Weil ich es irgendwie auch lustig finde, wie die ganze Zeit reden. Dadurch findet man ja auch heraus, wenn man irgendwas nicht sehen sollte, dass da dann doch jemand ist. Stick da hier immer noch? Muss ja auch irgendwo sein, oder nicht? Dickter kann halt auch so jemand sein, der nur in dieser Höhle lebt, oder? Den ich vielleicht an anderen Zonen gar nicht bekommen kann. Hier ist er.
War ich überrascht, als aus dem Loch, das ich gegraben hatte, eine Quelle hervorsprudelte. Lass es Freunde sein. Okay. Sehr schön, haben wir ihn auch. Dann fehlt nur noch Funky. Denke ich zumindest. Kann ich mich natürlich auch täuschen. Aber ich wüsste jetzt nicht von noch jemandem. Da ist er. Bumpy. Wir haben etwas für dich. Oh, danke schön. Eine große Beere nur für mich. Es freut mich wirklich. Lass uns Freunde sein. Magnetilo. Nein, Magnetilo. Stopp. Wo war das Spiel? Hier drüben, oder? Ganz gerne. Sorry, Raichu. Ganz gerne wieder an dem Spiel teilnehmen und mir hier ein paar Beeren holen. 20 Beeren wäre für die Teilnahme schon. Wir machen es jetzt mit zwei Charaktern und dann boosten wir uns wieder. ...2500 Punkte, Junge. Ist ja gar nichts. Nach zwei war es zum Drücken. Sieht doch irgendwie geil aus, wie mit dem Eisenschweif. Eigentlich nur mit dem Schweif hier zurückschlägt. Können wir aber auch Eisenschweif nennen. 2500 brauche ich und das müsste ich jetzt haben. Na dann. Das Spiel ist halt echt entspannt, oder? Naja. Eben das sein, aber ich finde das Spiel nicht so spannend, weil es viel zu einfach ist für mich. Man kann natürlich auch Spiele geben, die mir gar nicht liegen, ne? Autzi! 1500 braucht er nur, ja, dann easy. Dann rein da. Oh. Deswegen. Der setzt so eine Kopfnuss ein. Das ist viel schwieriger, das zu treffen. Okay. Verstehe ich. Verstehe ich zumindest, warum sie von ihm so wenig verlangen. Ja, wir haben es schon. Passt. Autzi. Sehr schön. 2500 können wir, denke ich, zwei Upgrades auf Eisenschweif holen. Wir haben letztes Mal 350 bezahlt. Dann geht es jetzt, glaube ich, auf 1000 oder nach 1500, oder? Also, es müsste eigentlich, wenn Eisenschweif nicht anders funktioniert als die anderen beiden, kann ich mir eigentlich vorstellen, weil das hatten wir ja anfangs nicht mal. Aber naja, ich kann mir jedenfalls vorstellen, dass es hier etwas teurer ist. Wie auch immer, wir haben hier, glaube ich, ansonsten alles, also, ja, müssten wir durch sein mit der Zone. Oli eventuell noch, wenn wir die ganzen Legi-Codes eingeben, Groudon später spawnt, aber ganz ehrlich, die ganzen Legis, die kümmern wir uns zum Ende drum. So, hier seid ihr. Ich würde ganz gerne meinen Angriff für diese buffen. So. 1000, genau. Ich glaube, wir können hier die Stärke von Eisenschweif sehr viel stärker machen, oder? Nur Schlagskraft, sehr schön. Wenn wir den hier sehr viel stärker machen, dann ist es auf jeden Fall vom Vorteil. Ich hab ganz ehrlich, der Eisenschweif ist sowieso overpowered. Die neue Meter. Ich sag, die Durchschlagskraft wurde schon wieder erhöht. Okay, wir haben jetzt anscheinend schon Donnerblitz und Eisenschweif Max. Wir haben wahrscheinlich einfach ein bisschen zu viele Beeren, kann das sein.
Übrigens keine Ahnung, wie ich Azaf auf Rainbow bekomme, aber ach, warte, wir hatten Azaf schon mal gesehen in der Eiszone. Hatte ich den damals nicht auf Rainbow gemacht? Ja, wir müssen eh irgendwann nochmal zur Eiszone zurück. Ganz ehrlich, das juckt jetzt nicht. Das machen wir dann mit Driftlon. Drift Zeppeli, sorry. Nee, der schien. Ah, wir wollen ja direkt in die Lore, stimmt. Die Lore steigen, yes. Wo führt ihr uns denn hin? Direkt in die Magma-Zone oder müsste ich die da noch umleiten? Reisende zur Magma-Zone prüfen. Bitte die Lore. Ach, bitte die Lore prüfen. Ich fühle mich bei mir wie Drachen dort. Die Lore sieht auch super aus. Ah, okay, hier. Verstehe. Genau für die Magma-Zone. Falls irgendwer kämpfen will, sind wir jetzt auch bestens vorbereitet mit einem neuen Eisenschweif. Der Sprint wird natürlich auch nochmal verbessert, aber. Das hatte für mich jetzt keine Priorität und die mit 3 Lebensleisten kommt man eigentlich auch gut voran. Das machen wir schon auch, wenn es soweit ist. Boah, wie geil. Ist das schon wieder Flammy? Kamerut? Lumanda, da ist er ja. Jo. Macht einen guten Eindruck. Mann, wie dich sieht man nicht auf in der Magma-Zone, dem Reich von Logok. Hier sind die Kraftpots unter sich. Ja, warum es sich bei der Maschine hinter mir handelt? Das ist ein Bohrer, du musst gegen den Hebel neben ihm sprinten, um ihn in Betrieb zu nehmen. Durch Überhitzung infolge übermäßiger Nutzung kann er jetzt jedoch nicht eingesetzt werden. Schau dich doch ein wenig um und lass ihn abkühlen. Der Schmelzofen bei Kamerup lohnt einen Abstecher. Okay. Wulpix sieht ein bisschen komisch aus von der Farbe. Kann auch sein, dass es an der Umgebung liegt. Als ich den Bohrer anwarf, kam noch tatsächlich Eisenerz zum Forschen. Ich habe es Stolunio gegeben, er mag es doch so gern. Lass uns Fang spielen. Nee, lass uns anfangen. Lässt du Glut hinter dir, oder ist das entspannt? Das sieht entspannt aus. Geil. Wir sind auch schon bei 27 Minuten, Junge. In Vulnona West wohl aber auch chancenlos. Da kommt jetzt Vulnona. Ja. Ich finde Vulnona so edel. Hat mich auch in der Randomizer mal gecarried, aber das Ding hat auch Wonderguard, ne? Ja, mit dem man die Feuersäulen abschalten kann, ist defekt. Mit dem neuen Hebel wäre das Problem gelöst. Okay, ich dachte eigentlich, wir würden hier recht schnell zu Logok kommen, aber das ist anscheinend nicht der Fall. Deswegen, wir freuen uns jetzt hier einfach noch mit dem einen oder anderen an. Dann soll es das heute gewesen sein. Junge. Die Kurven machen es sehr schwer, hier richtig zu lenken. Die haben wir, glaube ich, noch nicht. Logok sagt, er werde dafür kämpfen, den zerstrittenen Pokepark wieder in Eintracht zusammenzuführen. Wie wär's, möchtest du Fang spielen? Schön, dann wollen wir doch mal sehen, ob du mir folgen kannst. Okay. Kurven sind irgendwie sehr schwer zu machen, aber. So ein bisschen hat man Auto-Aim, also es geht schon. Echt unglaublich, lass uns Freunde sein. Jetzt meinen Kumpels erzählen. Wer kommt denn jetzt? Ach, du hast gar keine Kumpels, okay. Auch gut. Vielleicht hätte er ja auch Vulnona gerufen oder so. Wenn ich es ein bisschen komisch fände, aber. Obwohl Pixel hat extra Vulnona erwähnt, ich glaube nicht. Ja, alle ziemlich gut Kurven laufen. Das ist wirklich gut, lass uns bald wieder spielen.
Hallo. Ja, wo genau geht's jetzt lang? Hier ist ja Feuer, da hieß es, wir brauchen einen Hebel. Komme ich da nicht einfach an der Seite vorbei? Also eigentlich kann ich da einfach an der Seite durchlaufen, aber hat Pikachu anscheinend keinen Bock. Hier entlang zum Schmelzofen, mit dem Bohrer zutage gefördertes Erz zum Goldklumpen bitte abgeben. Maschinenwart Kamerupt. Oh. Ich glaube, das ist gar nicht so gut hier. Ich glaube, das war es, was Hübi abgefuckt hatte. Hallo, Poupons? Spricht man den so aus? Ich hätte zumindest Poupons gesagt. Ein geheimer Bote aus der Sternzone. Oder willst kämpfen? Und worauf warten wir noch? Ja. Naja, wenn du schon eine Nachricht bekommen, cool. Oh, das Ding hat ja. Genau, da war was. Das Ding hatte ja einen Bodentypen, ne? Müsste ja die Vorentwicklung von Lepumentas sein. Ah, die Pumentas kommt sogar, okay. Ja, bringen wir Poupons noch hier auf Rainbow und dann soll es das Freude gewesen sein. Wo ist denn der jetzt hin? Poupons? Hallo? Sehen. Ist einfach weg oder was? Ja, der Maschine ist defekt, ja, ich weiß. Junge, wo ist der hin? Ich kann auch nicht verschwunden sein. Ich wollte ihn jetzt noch auf Rainbow holen, ne? Ein geheimer Bote, ja, cool. Komm. Jo, zwei Lebensbalken, Junge. Das war, glaube ich, nicht sehr effektiv, ne? Da auf Boden. Okay. Magpie ist ziemlich abgefuckt, aber das ist nicht mein Problem. Ja, soll es heute gewesen sein. Wir haben die Magma-Zone erreicht und schon die ein oder andere Freundschaft hier geschlossen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich sehe ich euch auch beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.